Hallo und herzlich willkommen, liebe Strategiefreunde, hier zu einer weiteren Folge Let's Play Civilization Beyond Earth mit der Afrikanischen Union hier auf unserem kleinen Kontinent. Mehr oder weniger, Inselchen, wie auch immer. Wir können uns jetzt mal angucken, glaube ich, hier schon. Wer hier schon seine Ausrichtung gewählt hat. So. Okay, RRG hat auch Reinheit. Kaviar Takur hat Vorherrschaft. Da bin ich. Ich habe auch Reinheit. Reinheit. Gar nichts. Harmonie. Okay, Franco-Iberia will Harmonie. Und, oh, du hast schon zweimal Vorherrschaft. Oder? Und da nochmal Reinheit. Okay. Gut, also momentan scheint Reinheit ja sich hier so am beliebtesten zu sein. Und ich sehe gerade, dass wir hier überall Kriegstreiber Mali bekommen haben. Das wusste ich nicht, dass das allein schon dafür, dass man Krieg führt, Mali gibt. Nicht so wie in Civ, dass nur wenn man irgendwas erobert, man Mali bekommt. Auf jeden Fall gut zu wissen. Und hier haben wir bald den Schrein. एक और एक 11 होते हैं। Ja, okay. Oh, dann sollten wir hier auch in relativ schneller Zeit hier die Algen bekommen. Okay, hier ist eine zweite Stadt. Oh, jetzt schon drei Städte. 7, 6, 3, ja. Hat schon ganz ordentlich was an Bevölkerung. So, wir sind wieder in der negativen Gesundheit. Nicht gut. Gibt es hier eigentlich sowas wie die alte Demografie irgendwo? Diplomatie, Handelsverlauf. Weiß es nicht. Können wir hier schon. Hola, Können hier how can I irgendwas help handeln? Wir you? könnten Energie handeln. Nur gegen What do you was? propose? Okay, man kann theoretisch anscheinend hier Energie gegen Wissenschaft handeln, aber. Guck mal, einen Gefallen erhalten. Ist ja interessant. Was verlangt ihr dafür? As 100 Adam Smith Energie. said, trade is the lifeblood of nations. Okay, nee, aber. 100 Energie ist ein bisschen viel, finde ich. Ja, die Stadt hier hat keine besonders tollen Felder. Leider gibt es ja auch kaum Hügel, das ist ein bisschen doof. Jetzt haben wir hier auf jeden Fall 3 Runden bis zur Grenzausdehnung. Ich hätte ganz gerne hier das 7 Titanfeld. Ich bin gerade schon überlegen, ob ich das hier kaufen soll. Können wir überhaupt schon eine Mine bauen? Ich glaube schon. Ich glaube, wir kaufen uns das Feld hier einfach. So. Und dann baust du hier mal eine Titanmine. Mal gucken wir mal, was wir mit dem Titan so anstellen können. Ja, okay. Wir haben uns alle lieb. Wir haben ja auch mehr als genug Platz auf dieser Riesenkarte. Oh, das ist unser Handelsschiff gewesen. So. Erkunden wir hier weiter hier sein Territorium. Oh, du machst hier eine Expedition und guckst mal, ob du das hinbekommst. Wo du abreckst. So, wir können ein Kanonenboot bauen. Oder einen miasmischen Repulsor, der alles Miasma hier entfernt. Ist dann nur die Frage, entfernt er das dann auf Dauer oder nur für die 10 Runden, die er hält? Das ist halt die Frage. Aber das Miasma macht ja gar nichts, weil wir haben ja hier das Miasma, auf dem Miasma-Feld schon was gebaut. Das heißt, da würde das gar nichts ausmachen im Prinzip. Ist ja unser zweiter Bautrupp. Mal so, by the way. Wenn ich zwei Bautrupps? Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir zwei Bautrupps hatten. Nee. Zweiter Bautrupp. Hier ein Bautrupp. Habe ich den etwa verloren? Bin ich jetzt ein bisschen blöd? Wer ist unser Erkunder? So seltsam. Okay. Wunder, wir könnten hier Spionageagentur machen. Das ist wahrscheinlich nur ein nationales Wunder.
Ich glaube, wir bauen das Netzwerk. Drei Wissenschaft klingt ziemlich gut. Und danach eventuell hier noch ein Handelsschiff. Wir können dann aber gar keine Handelswege mehr machen, oder? Können wir eventuell dann von unserem Vorposten hier hin? Könnte eventuell funktionieren. Kann man hier irgendwie die verfügbaren Handelswege sich angucken? Interne Handelswege, Dauer, Einrichtung eines Handelsweges. Teil zu den bestehenden Handelswegen finden Sie im Bildschirm Handelswegübersicht, den Sie durch einen Klick auf das Plus-Symbol beim Button Runde beenden erreichen. Ah. Ja, alles klar. Verfügbare Wege. Ayan, Magan, Magan, Ayan. Okay. Alles klar. Eingehend, keine. Gut, was haben wir denn hier noch so? Wirtschaftsübersicht? Ah, okay, das sind die ganzen alten Übersichten. Gibt es hier auch eine Demografie? Militärübersicht, Handelswegeübersicht. Achso, nee, da waren wir gerade. Technologienetz, kennen wir schon. Benachrichtigungslog. Nee, okay, das scheint hier nichts mehr Interessantes zu sein. Schade. Schauen Sie Gebäude eines Typs Gengarten. 0 von 1. Wurmkiller. Ah, okay. Ich soll einen Belagerungswurm killen. Kulturelle Bürde, streng geheim. Spionageagentur bauen. Okay. Naja. Mal schauen. Ja, unsere Hauptstadt wächst, unsere beiden Städte wachsen einfach allgemein jetzt super schnell durch diesen Handelsweg. Und dadurch, dass wir dieses Wunder gebaut haben, die Genbank. Beste Entscheidung. Konsequenzen. Wenn wir auf diesem Planeten überleben wollen, müssen wir auf unser neues Ökosystem achten. Zum Glück haben wir aus unseren Fehlern in der Vergangenheit gelernt und bereits ein konsequentes Recycling-System installiert. Die Vorzüge des Recyclings kennen wir bereits, aber was ist mit den Recycling-Produkten? Güter mit niedriger Qualität können schneller produziert werden und erreichen mehr Menschen. Auf der anderen Seite sind qualitativ hochwertige Güter robuster und können für anspruchsvollere Zwecke wie die Nahrungsproduktion eingesetzt werden. Was hat auf lange Sicht größeren Nutzen? 10%. Aber ich glaube, 10% Arbeitergeschwindigkeit ist schon ziemlich cool. Einnahrung durch den Recycler. Ich denke, wir nehmen die 10% Arbeitergeschwindigkeit. Ich frage mich, ob man diese ganzen Boni irgendwo einsehen kann oder ob die permanent sind bis zum Ende des Spiels oder... Keine Ahnung. Alles ein bisschen strange. So, 10 Runden hier bis zum nächsten Wachstum. Okay. Ah, ich weiß, was wir hier nach dem Netzwerk bauen sollten. Neuen Kolonisten auf jeden Fall. Die haben nämlich alle schon 3 Städte, alle außer mir vermutlich. Trotzdem bin ich punktemäßig nicht mal letzter. Gut, wir spielen auch auf einem relativ einfachen Schwierigkeitsgrad, das muss man auch dazu sagen. 5 Runden könnten wir... dann hier auch die Wasserraffinerie bauen. In unseren beiden Städten. Die ist mit Sicherheit ziemlich praktisch. Kooperationsabkommen mit den Pan-Asiaten ist abgelaufen. Miasma, Miasma. Dann bleibst du einfach mal hier stehen. Und hier bauen wir eine Mine. Oh. Plus 5 Produktion, minus 1 Nahrung. What? Okay. Alles klar. Das ist interessant. Er fällt irgendwelche Bäume, die da nicht sind. Aber ich frage mich immer noch, wo unser zweiter Bautrupp abgeblieben ist. Wenn das irgendjemand von euch weiß, dann schreibt mir das mal in die Kommentare. Weil ich kann mich nicht daran erinnern, dass er irgendwie verschwunden ist oder so.
Okay, hier ist Prosperité. Bonjour, mon ami. Sind wir offene Grenzen? Nous vous écoutons. Was? Nee, das ist mir zu teuer. Ja, es scheint so, als würde sie uns nicht so mögen, weil wir hier andere Ideologien in dem Sinne haben. Andere Ausrichtung. Weil sie war ja Harmonie. Wir sind Reinheit. Findet sie wahrscheinlich nicht so cool. Station entdeckt. Lalibella. Station Lalibella entdeckt. Vier Kultur. Okay. Ja, wir haben definitiv ein Gesundheitsproblem hier. Und wir haben die Algen jetzt. Okay. Alles klärchen. So, wir machen wieder Energie pro Runde. Plus 3 momentan. Nächste Runde wird es dann wieder weniger, wenn das Pharma-Labor fertig ist. Das kostet wieder Energie. Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt einfach daran liegt, dass wir hier relativ gutes Wachstum haben mit zwei Küstenstädten. Aber die anderen haben ja auch alle so viel Bevölkerung wie wir. Und daher kann es daran eigentlich eher nicht liegen. Vermutlich ist es einfach so, dass man ein bisschen negative Gesundheit hat. So, 5 Runden noch für die Expedition. Boah, ey. Ganz schön heftig. Müssen wir erstmal nochmal heilen. Ich will nicht auch noch den Erkunder verlieren, wo ich schon irgendwie auf irgendwelche Art und Weise einen Bautrupp verloren habe. Wäre überhaupt gar nicht cool. Die Biochemie auf dieser Welt ist wie ein guter Vertrag. Sie sieht einfach aus, doch im Detail steckt so mancher Teufel. Echt mal. So, du gehst dahin. Du gehst nicht auf das Miasma, dann gehst du hier außen rum. Forschung wählen. So, was wollen wir denn jetzt als nächstes forschen? Das ist hier die Frage. Die Knoten, die nächsten... dauern teilweise gar nicht mal so lange. Robotik, Fabrikanlage, Phyraxidmine. Okay. Gibt es auch eigentlich auch irgendwie sowas wie eine Titanmine oder so? Ich weiß es nicht. Das wäre ziemlich cool. Plus 2 Energie durch Algen. Biotreibstoffanlage. Harmonie will ich eigentlich nicht, obwohl Miasma entfernen wäre schon wichtig, denke ich. Was bist du? Gendesign. Da würden wir nochmal einen Reinheitspunkt bekommen. Gengarten. 2 Gesundheit. Nahrung. Und Ektogen-Kapsel. Okay, das ist gut. Wir brauchen auf jeden Fall hier den Gengarten. 2 Gesundheit. 1 Wissenschaft. Den brauchen wir auf jeden Fall. Wir sind jetzt gerade endlich mal wieder auf 0, aber das wird nicht lange anhalten. Mit Sicherheit nicht, das wird, um genau zu sein, sogar nur kurz anhalten, vermutlich. Wenn es überhaupt mehr als eine Runde jetzt hier anhält. Gucken wir mal, wie viel... Na okay, ein paar Runden hält es an. Okay, so. Heilen, nächste Runde. Bautrupp. Ja. Ah! Da ist unser Bautrupp. Versteckt hier in der Stadt und ich habe ihn nicht gesehen, Herr. Okay, er ist natürlich klug gewesen. So, kann ich irgendwas hier einfach... Wen habe ich da jetzt gerade... Ich habe jetzt gerade, glaube ich, unseren Erkunder, der hier ganz hinten war, zurück zu meiner Hauptstadt geschickt. Ja. Wir können einen neuen Wert entwickeln. Energie durch jede grundlegende Ressource plus 1... Plus 5 Energie in der Hauptstadt oder 15% Produktion für Wunder. Oder
30% Geschwindigkeit für Außenpostenwachstum oder kostenlosen Bautrupp. Was gibt's hier? Geschwindigkeit für Geländemodernisierung, kostenloser Kolonist. Oh. Das wäre natürlich cool. Ich glaube, wir machen das hier und dann holen wir uns beim nächsten Wert den kostenlosen Kolonisten. Das dauert 22 Runden, okay. So, kreativer Funke. Unser Kolonialnetz wird jetzt durch einen Thoriumreaktor mit Energie versorgt. Die Bevölkerung hat sich bereits an sein sanftes Summen und Leuchten gewöhnt. Da der Reaktor so effektiv ist, ist er kaum ausgelastet. Wenn wir weiter hochfahren, könnten wir Energie für erhöhte Produktionsgeschwindigkeit ableiten. Oder wir könnten sie einsetzen, um neue Einheiten und Gebäude zu errichten. Beides wäre von großem Nutzen. So, zwei Energie oder ein Produktion. Wir nehmen auf jeden Fall zwei Energie, denke ich, denn wir haben nicht so viel Energie pro Runde. Wir haben nur fünf momentan. So, in einer Runde ist das Netzwerk fertig. Dann kriegen wir ein bisschen mehr Wissenschaft. Das klingt doch gut. Und hier auch unsere neue Bevölkerung. Was bedeutet, wir sind dann schon wieder krank. Vermutlich. Was eher weniger schön ist. Aber was soll man machen? Ja. Das ist wirklich doof. Interessant, wir bekommen 0 durch Städte, aber 8 durch die Anzahl der Städte. Das ist ein bisschen seltsam. Ah, da ist Lilabella gespawnt, okay. Franco-Iberia und Polystralien haben ein Kooperationsabkommen geschlossen. Okay. Hat hier gerade irgendjemand. Wo war das? Irgendjemand hat hier den Märtyrer angegriffen, tatsächlich. Ja, das ist interessant. Bin ich eigentlich immer noch mit dir unten im Krieg? Ja. Frieden? Nö. Okay, du hast uns jetzt. Ist klar. Eine Einheit bündig Befehle. Ja, du gehst mal dahin und dann dahin und erkundest hier mal noch ein bisschen weiter. Ja, die können dir natürlich gut handeln. Würde ich auch gerne. Quest aktualisiert. Reiner Vorteil. Die Kosten des Krieges sind niemals offensichtlich. Der Anstieg kampfbedingter Verletzungen steigert den Bedarf an einer verstärkten Herstellung künstlicher Organe in unserer Kolonie. Aha, interessant. Ein Bioniklabor soll ich bauen. Ne, ich baue jetzt hier erstmal unseren Kolonisten. Da hauen wir gleich zwei Städte auf einmal raus und werden übelst ungesund werden. Oder krank oder whatever. Ich weiß noch gar nicht, wo ich die überhaupt bauen will. Ich will auf jeden Fall nur einer an der Küste hier bauen, damit wir hier mal ordentlich handeln können mit unseren Freunden hier drüben. So, Produktion wählen. Ja, du baust. Haben wir hier noch irgendwas? Kann nur in Küstenstädten. Es ist eine Küstenstadt. Naja, keine. Wir brauchen Gesundheit. Irgendwoher. Können wir nichts mehr bauen, was Gesundheit bringt. Dann bauen wir erstmal das Handelslager und den Recycler. So, bauen wir den Recycler als erstes. Danach das Labor und das Netzwerk für mehr Wissenschaft. Oder zwischendrin erstmal die Wasserraffinerie. Ich denke erstmal die Wasserraffinerie dazwischen. Ja, so und so. Wir kriegen ja bald wieder ein neues Waldfeld. Die Pilze wären natürlich auch ganz cool, die zu bekommen. Aber momentan ist unser Bautrupp ja eh noch beschäftigt. Ist ein bisschen seltsam. Dadurch, dass hier dieses Dings mitskaliert, sieht man teilweise einfach den Bautrupp nicht mehr. So, was ich eigentlich ja gucken wollte, ist, ob der Bautrupp hier irgendwas auf See bauen kann. So, wir haben mittlerweile fast alle Landmassen erkundet, bis auf die, die direkt westlich von uns liegt. Ah, unsere Stadt hier wächst natürlich nicht mehr gerade. Oh. Ranger. Okay, die sind immer noch im Krieg gegeneinander.
Ist gut, sollen die sich ruhig hier nur gegenseitig bekämpfen. So. Okay, nee, hier können wir nichts einfach so bauen. Das ist natürlich blöd, dass du hier dann dir nur so unnötige Seefelder holst, wenn wir da eh nichts drauf bauen können. Dann würde ich sagen, gehst du mal hier runter und modernisierst hier die Algen. Fertig? Nee. Oh. Da ist ein slawischer Erkunder. Warte mal, können wir mit unserer Marineeinheit hier sofort hinkommen? Nee. Dann haust du... Warte. Wieso kann er jetzt nicht mehr dahin? Ist doch eine zivile Einheit und das hier ist eine militärische. Ah, guck mal, eine militärische Einheit auf Land, auf Wasser zählt als Zivileinheit. Weil es kein, ja, kein Kampfboot ist oder was auch immer. Natürlich interessant. So, jetzt hat er hier auch das Wasser betreten. Können wir jetzt, könnten die beiden Einheiten jetzt überhaupt noch gegeneinander kämpfen? Weiß ich gar nicht, müssen wir mal testen. Azadam Smith said. Ja. So, ja, ihr könnt euch hier ruhig weiter gegenseitig bekämpfen. Friedensvertrag abgelaufen. Ja, ich habe nicht den Krieg selber wegen mir erklärt. So, ja, das würde nicht gehen. So, dann gehst du mal dahin und du gehst dorthin. Du baust hier weiter. So, das heißt aber, er dürfte auch nicht unseren Bautrupp damit gefangen nehmen können jetzt. Weil er ja selber jetzt auf Wasser nur eine Zivileinheit darstellt. Das ist interessant. Ich glaube, das ist in Ziffer 5 nicht so. Ja. Ich muss auf jeden Fall hier den Kontinent hier erkunden. Oh. Seine Marineeinheit hier stirbt an Miasma. Das Klärchen. So, wie lange dauert die Mine noch? 5 Runden immer noch, okay. Verschanzt dich hier. Du gehst wieder dahin und versuchst weiter diese... Ah. Ups, was ist denn jetzt los? Ah. Blöde Avira-Meldung. Okay. Nächste Runde. Ah, wir sind tatsächlich wieder gesund. Aus irgendwelchen mir unbekannten Gründen. Achso, stimmt, weil wir hier, was war's? Bin mir gerade gar nicht sicher, was es war. Wir haben ein Pharma-Labor mal gebaut, genau. Für mehr Gesundheit. Ah, gibst du uns hier... Bienvenido. Gibst du uns offene Grenzen? Chegao que quiera. Disculpe, pero no. Das ist mir zu teuer. Ah, hier können wir auch sehen, wie viel Wissenschaft wir vergleichsmäßig bekommen. Können wir einfach mal mit allen hier gucken. Hola, how can I help you? Okay, wir haben mehr als sie. Mehr als du. Good to see you again. Du hast mehr als wir. Polistranin hat mehr als wir. Wir haben alle so viel Gold pro Runde. Ich glaube, das liegt alles daran, dass die Handelswege haben. Good to see you again. Also, dich habe ich gerade schon gehabt. Ups. Bonjour, Mona. Ni hao. Bienvenido. Und er. Gut, da können wir es jetzt nicht nachgucken. Gut, wir haben den die zweithöchste Wissenschaftsoutput. Ich weiß jetzt nicht, ob das hier so wichtig ist wie in Civ 5. Aber ich denke mal, Wissenschaft kann nie schaden. Aber wir bräuchten mal mehr Energie-Output, das wäre mal ganz cool. Damit wir eventuell mal ein paar Gebäude oder Einheiten kaufen können. Wir können dann auf jeden Fall, wenn wir unsere neue Stadt gründen, gleich mit... ...mit 270 Energie eine Klinik holen. Dann kriegen wir schon mal ein bisschen Gesundheit wieder dazu. So, ich will jetzt mal hier ganz kurz filtern, was uns Gesundheit bringt. Sollen wir hier was Gesundheit bringt?
Okay, das scheint ein Wunder zu sein. So, hier Transgenetik 3 Gesundheit. Genschmelze. Hier haben wir 4 Gesundheit. Okay, krass. Künstliche Evolution. 2 Gesundheit, 8 Gesundheit. Erweckungsgerät. Stammgarten, plus 20% Gesundheit. Cross. Und hier hinten, Mechatronik. Plus 4 Gesundheit. Benötigt Vorherrschaftsstufe 5. Alles klar, haben wir alles nicht. Kein Filter mehr. Diese Geräusche im Hintergrund von unserem Bautruf sind echt ein bisschen seltsam. So, Kulturberater will, dass wir das Verteidigungsnetz bauen. Warum? Weil wir hier Panoptik bauen können. Was uns ein Kultur bringt und alle Militäreinheiten erhalten eine Sicht. Du willst, dass wir Robotik machen, weil... Automatikfabrik, genau. Militärberater will, dass wir die Ballistik erforschen. Und der Wissenschaftsberater will, dass wir die Alienwissenschaften holen. Benötigt Harmonie Stufe 2. Können wir also nicht machen. Können wir auch nicht machen. Also bringt uns dann halt im Prinzip einfach gar nichts, weil wir das alles nicht bauen können ohne Harmoniepunkte, die wir momentan gerade noch nicht haben. Ist die Frage, können wir auch mehrere Affinitäten haben? Wahrscheinlich. Alien-Lebensformen. Ich glaube, wir erforschen uns das hier. Alien Reservat plus 2 Kultur klingt ganz cool und ein Kultur durch die Koppel, das klingt auch ganz gut. Wir haben ja einmal diese komischen Käfer. Da würden wir dann ein Kultur drauf bekommen. Und danach machen wir, denke ich, die Robotik. Da ist ein Ranger. Die bekämpfen sich immer noch gegenseitig. Ist immer gut, wenn die sich gegenseitig bekämpfen. Ja, sie ist wirklich weit vorne. Und hier scheint eine... Scheint die Stadt angegriffen zu werden, tatsächlich sogar. So, hier haben wir einen neuen Kolonisten. So, da kriege ich Vorschläge. Hier. Okay, die Station hier ist jetzt auch wieder weg. Wenn wir hier hinbauen würden, das Problem ist halt irgendwie, dass hier nicht wirklich irgendwas ist. Ich weiß leider nicht, ob hier die Ausweitung der Städte gleich ist wie in C5. Ich nehme es zwar an, aber ich weiß es nicht genau. Kann man das hier irgendwo nachgucken? Städte. Was ist denn Kriegsrecht? Ah, okay, alles klar. Ne, steht hier jetzt nicht dabei. Anscheinend, zumindest finde ich es nicht. Werde ich gleich mal hier, wenn ich die Folge hier beende, nachgucken. Aber es scheint schon fast so, als hätten die Städte hier immer nur so zwei weiten Radius im Vergleich zu früher. Weil, warum sollte sonst die KI jetzt hier die ganze Zeit diese komischen Seefelder holen? Anstatt jetzt hier zum Beispiel Phyraxit, was ja viel besser ist auf Dauer, weil es eine Ressource ist. Oder hier die Früchte. Weil im normalen C5 würde dann hier die Ausweitungs-KI zum Beispiel das Obst präferieren oder das Phyraxit, weil das Ressourcen sind. Jetzt auf jeden Fall mal ganz kurz, wenn wir hier einen Außenposten gründen würden, hätten wir das eine Phyraxit mal mindestens, das Obst... Basalt. Wenn wir das hier aber halt bauen würden, dann müssten wir auf jeden Fall das Alien-Nest zerstören. Und ich denke, ich werde hier eins bauen und dann später da. Das heißt, du gehst da hoch, baust da oben eine Stadt hin. Du brauchst jetzt einen neuen Stuff hier. Ektogenkapsel. 3 Nahrung, 3 Produktion. Alle Farmen produzieren plus 1 Produktion. Das ist natürlich ziemlich awesome.
ziemlich, ziemlich awesome. Ich glaube, das bauen wir. Dann sollten wir vielleicht mal hier unsere Felder ein bisschen mehr auf Produktion machen. Mach das mal so. Und wollen wir, wir haben gar keine mehr Produktion. Ist natürlich blöd. Aber ich kann das hier kaufen. Das heißt, theoretisch muss das auch noch bewirtschaftet werden können. Egal. Aber ich will hier das Wachstum der Stadt mal ein bisschen verlangsamen, weil sonst haben wir echt ein Gesundheitsproblem. Aber ich glaube, negative Gesundheit ist nicht so schlimm wie in Civilization 5. Es kommt mir. Wie in Civilization 5 negative Zufriedenheit zu haben. Kommt mir zumindest so vor. Ja, ist klar. Kommt nichts dagegen. Oh, wir könnten da eventuell. Wenn er nochmal angegriffen wird, uns den Belagerungswurm klauen. Okay, sie freut sich, dass wir hier Kooperation mit den Indern haben. Guckt euch das an. Ups. Ihr bekämpft euch immer noch gegenseitig. Ja, hier. Wo ist der Wurm hin? Ihr Erkunder hat etwas Sonderbares in der Nähe bemerkt. Es könnte... Du leidest Hunger? Wieso leidest du denn jetzt auf einmal Hunger? Wir hatten noch die ganze Zeit viel zu viel Nahrung. Kann das denn jetzt auf einmal sein? Hä? Ah! Handelsweg ist vermutlich weg. Eine Einheit benötigt Befehle. Ja, genau, der Handelsweg ist weg. Handelsweg einrichten. Alles klar, jetzt funktioniert das Ganze wieder. Schon gewundert, warum wir hier auf einmal keine Nahrung mehr haben, aber ist klar, wenn wir... Oh, jetzt habe ich hier 6 Produktionen auf dem Feld, das ist natürlich ziemlich cool. Okay. Wir sind auch alle happy miteinander, so wie es aussieht. So, du bist fertig. Ist die Frage, lohnt sich eine Straße überhaupt? Die ist nämlich... Müsste echt groß sein. Ich glaube nicht, dass sich das lohnt. Lohnen würde. Ach, die Plantage hier ist noch gar nicht fertig. Oh lol. Ups. Ich hab gedacht, die wäre schon fertig, aber der hat anscheinend da nur den Wald abgeholzt damals. Upsi. Okay, aber ich denke, ich werde dann hier erstmal diese Folge beenden. Wir sind schon wieder krank hier, unsere Bevölkerung. Oder unser Gesundheitsniveau ist nicht so bombig. Ja, offene Grenzen, alles klar. Und ja, dann hoffe ich, euch hat diese Folge gefallen. Ich danke euch recht herzlich fürs Zuschauen. Ja, ja. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, euer Violett.